Bismillahirrahmanirrahim. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, der in seinem ehrwürdigen Koran so sagt und sagt, werkt, Allah wird euer Tun sehen und auch sein Gesandter und die Gläubigen. Und ihr werdet zum Kinder des Verborgenen und des Offenbaren zurückgebracht werden. Und dann wird er euch kundtun, was ihr zu tun befliegtet. Zitat Ende. Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah gibt und dass unser Prophet Muhammad sein Anbetendiener und sein Gesandter ist. Allahs Segen und Friede sein auf ihm und auf all seinen Angehörigen, seinen Gefährten und denen, die ihnen bis zum jüngsten Tag aufrichtig folgen. Es geht heute um das Thema, die Arbeit ist eine Ehre. Aus islamischer Sicht hat die Arbeit einen großen Wert und eine angesehene Ehre. Arbeit ist das Mittel für Fortschritt und Wohlstand. Betrachtet man den edlen Koran gut, so findet man einen ausdrücklichen Aufruf zur Arbeit, durch die die Besiedlung der Welt und die Verbreitung des Guten in der ganzen Welt erreicht werden kann. Allah der Erhabene sagt im Koran, er hat euch aus der Erde entstehen lassen und sie euch zu besiedeln gegeben. Zitat Ende. In einem zweiten Koranvers steht, er erst ist, der euch die Erde fügsam gemacht hat. So geht auf ihrem Rücken einher und ist von dem, womit er euch versorgt. Und zu ihm wird die Auferstehung sein. Zitat Ende. In einem dritten Koranvers steht, wenn das Gebet beendet ist, dann breitet euch im Land aus und trachtet nach etwas von Allahs Huld. Zitat Ende. Wegen der Wichtigkeit der Arbeit kam der Befehl zur Arbeit unmittelbar nach dem Gebetsbefehl. Es wurde so überliefert, dass einer der ersten rechtschaffenen Muslime, heißt Araq ibn Malik, Allahs Wort gefallen, auf ihm Folgendes zu tun befliegte. Wenn er das Freitagsgebet beendete, stellte er sich vor der Tür der Moschee und sagte, mein Herr, ich bin deinem Ruf gefolgt, habe dein vorgeschriebenes Gebet verrichtet und bin zur Arbeit gegangen, wie du es mir befohlen hast. So gewähre mir Unterhalt von deiner Gnade. Du bist ja der beste Versorger. Zitat Ende. Die Sunna des Propheten ist wiederum voller Aufrufe zur Arbeit und zur Ernsthaftigkeit dabei. Denn es ist eine Ehre, die menschliche Würde bewahrt. Wie unser Prophet Muhammad, Allah segne und Friede auf ihm, in einer Überlieferung sagte, der beste Verdienst ist ein annehmbarer Verkauf und die Arbeit eines Menschen mit seinen eigenen Händen. Zitat Ende. In einem weiteren Hadith steht, es ist wohl für jeden von euch besser, ein Bündel mit Brennholz auf seinem Rücken zu tragen, als jemanden um etwas zu bitten, gleich ob der ihm etwas gibt oder nicht. Zitat Ende. Sufyan al-Thawri, Allahs Wohlgefallen auf ihm, ging einmal an den Leuten vorbei, die in der heiligen Moschee von Mekka saßen, und sagte zu ihnen, warum setzt ihr euch hin? Sie antworteten, was können wir tun? Dann sagte er ihnen, sucht die Gunst Allahs und seid keine Lust auf den Muslimen. Zitat Ende. Umar ibn al-Khattab, Allahs Wohlgefallen auf ihm, sagte einmal, es ist nicht angebracht, dass einer von euch das Streben nach dem Lebensunterhalt aufgibt und sagt, oh Allah, gib mir Nahrung, denn es ist zu wissen, dass der Himmel weder Gold noch Silber regnet. Zitat Ende. Da die Arbeit eine große Ehre und Bedeutung hat, betrieben die Propheten eigene Arbeiten mit ihren eigenen Händen. Der Prophet Muhammad, Allah Segen und Friede auf ihm, sagte so, David aß nur von der Arbeit seiner eigenen Hand. Und Ferner sagte auch, Zakaria war ein Zimmermann. Auch unser Prophet Muhammad arbeitete mit seiner eigenen Hand und war zu Hause im Dienst seiner Familie. Die Dame Aisha, Allahs Wohlgefallen auf ihr, sagte so in einer Überlieferung, der Prophet Muhammad bepflegte seine Kleidung selbst zu flicken und seine Schuhe selbst auszubessern. Zitat Ende. Der Prophet Muhammad befahl uns so, bis zum letzten Atemzug ernst zu arbeiten und sagte in diesem Zusammenhang, wenn die letzte Stunde kommt, während einer von euch Trieb einer Pflanze in den Händen hält und es wäre ihm möglich, sie vor der Stunde zu bepflanzen, soll er sie bepflanzen. Zitat Ende. Zu den Aspekten der Ehre der Arbeit gehört die Tatsache, dass die islamische Scharia demjenigen, der arbeitet, um seinen Lebensunterhalt und den seiner Kinder zu verdienen, die großartige Belohnung gewährt. Der edle Koran hat so Arbeit und Opfern um der Wahrheit willen miteinander verbunden. Im Koran steht dazu,
Er weiß, dass es unter euch Kranke geben wird und andere, die im Land umherreisen, wo sie nach etwas von Allahs Huld trachten, und wieder andere, die auf Allahs Weg kämpfen. Zitat Ende. Es wurde so Folgendes überliefert. Ein so kräftiger Mann ging einmal an den Gefährten des Propheten, Allah Segen und Friede auf ihm, vorbei, und sie bewunderten ihn und sagten: Wäre es besser, wenn dies auf Allahs Weg wäre? Der Prophet, Allah Segen und Friede auf ihm, sagte so: Wenn er arbeitet, um seine Kinder zu ernähren, dann ist er auf Allahs Weg. Wenn er arbeitet, um die Bedürfnisse zweier kreisen Eltern zu befriedigen, dann ist er auf dem Weg Allahs. Wenn er zur Arbeit geht, um seinen eigenen Lebensunterhalt zu verdienen, ist er so auf Allahs Weg. Und wenn er zur Erfüllung der Bedürfnisse seiner Familie arbeitet, dann ist er auf Allahs Weg. Zitat Ende. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, Allah Segen und Friede sein auf dem letzten Propheten, seiner Familie und seinen Gefährten. Der Islam verlangt von uns allen, nicht nur zu arbeiten, sondern auch die Arbeit perfekt zu vervollkommnen, um das Wohlgefallen Allahs zu suchen. Allah, der Erhabene, verspricht jeden, der sein Werk auf beste Art und Weise vervollkommnet, mit dem unermesslichen Lohn, indem er sagt: Diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, gewiss, wir lassen den Lohn derer nicht verloren gehen, die die besten Taten begehen. Zitat Ende. Allah mag so, dass wir Arbeit perfekt leisten. Der Prophet Muhammad sagte in diesem Zusammenhang: Wahrlich, Allah liebt es, wenn einer von euch ein Werk verrichtet, dass er es so perfekt vervollkommnet. Zitat Ende. Die Treue der Arbeit ist daher eine Verantwortung eines jeden Arbeiters, Beamten oder Verantwortlichen. Und man muss dabei dort die Befehle Allahs beachten. Allah sagt im Koran: Gewiss, Allah ist Wächter über euch. Zitat Ende. In einem zweiten Koranvers steht: Und mit keiner Angelegenheit befasst du dich und nichts verlierst du davon an Koran. Und keine Tat vollbringt ihr, ohne dass wir über euch Zeugen sind. Wenn ihr euch ausgiebig darüber auslasst und es entgeht deinem Herrn nicht das Gewicht eines Stäubchens, weder auf der Erde noch im Himmel, und nichts Kleineres als dies oder Größeres. Es gibt nichts, das nicht in einem deutlichen Buch verzeichnet wäre. Zitat Ende. Der Prophet Muhammad, Allah Segen und Friede auf ihm, wurde einmal gefragt: Was versteht man unter dem Ihsan, also vollkommenen Glauben? Antwortete: Es ist die Tatsache, dass du Allah so anbetest, als ob du ihn sehen würdest. Wenn du ihn wirklich nicht siehst, dann sieht er dich gewiss. Möge Allah uns zu guten Werken leiten und unser Ägypten und alle Länder der Welt vor allem Übel bewahren. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.